Herzlich willkommen zur Vorlesung. Gut, wir kümmern uns heute um das Projektmanagement. Das ist eine von vielen Sachen, die irgendwie wichtig sind im Software Engineering. Und damit wir heute ein bisschen mehr Zeit hatten für die Zentralübung und für das Praktikum, haben wir halt die Vorlesung ein bisschen eingekürzt zu dem Thema. Und worum geht's? Wir haben wieder ein neues Schaukelbild, was dazukommt. Wir hatten ja jetzt schon irgendwie, was der Kunde erklärt hat, was der Projektmanager verstanden hat, was wir analysiert haben, was wir da brauchen und was wir programmieren. Wir hatten auch schon mehr andere Bilder und dann gibt es vielleicht das, was wir bezahlen müssen dafür oder was der Kunde dafür zahlen muss. Da stellt sich die Frage, wo kommt eigentlich der Preis her, wer entscheidet den, wie teuer ist eigentlich die Software, wonach entscheidet sich das? Das werden wir so ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Allerdings steckt dahinter was Generelleres noch, das Projektmanagement, und das gucken wir uns heute etwas detaillierter an. Gut, die Vorlesung hat dann nur zwei Teile, um das so ein bisschen einzukürzen auf jetzt nur eine Stunde. Und der erste Teil soll so eine Einführung sein in Projektmanagement. Was meinen wir damit eigentlich? Wofür braucht man das überhaupt? Was kann vielleicht alles schiefgehen, wenn wir das nicht richtig machen? Und im zweiten Teil werden wir dann konkrete Techniken kennenlernen, die man bei der Planung oder beim Projektmanagement einsetzen kann. Und da kann ich schon vorweg sagen, so am Ende sollt ihr eine dieser Techniken ausprobieren, sollt gucken, ob ihr die dann schon verstanden habt und sollt die schon anwenden. Gut. Erstmal, Projektmanagement hat das Wort Projekt drin und dann ist die Frage, was ist eigentlich ein Projekt? Genau genommen reden wir nicht über beliebige Projekte hier, wir reden über Softwareprojekte oder auch Softwareentwicklungsprojekte oder Software-Engineering-Projekte. Ja, also beim Software-Engineering geht es um die Entwicklung von Software, das heißt offensichtlich sind wir an Projekten interessiert, die sich mit der Erstellung von Software in irgendeiner Form damit zu tun haben. Manche sind noch im Praktikumsmodus. Ich warte mal noch ab, bis ein bisschen ruhiger wird. Generell meint Projekt immer eine temporäre Aktivität. Projekt ist nicht, wenn ich irgendwann anfange zu arbeiten und dann arbeite ich 35 Jahre oder 40 oder 45 und das ist dann mein eines Projekt, an dem ich arbeite, sondern es ist immer ein definierter Zeitraum, der irgendeinen Beginn hat und irgendein Ende. Und bei manchen Projekten, die man so aus den Medien kennt, wie zum Beispiel der Bau vom BER oder die Elbphilharmonie oder sowas, manchmal möchte man vielleicht gar nicht glauben, dass es so einen Endzeitpunkt gibt oder der verschiebt sich irgendwie sehr in die Zukunft, aber es gibt immer diesen Endzeitpunkt. Gut, wir haben gewisse Ziele mit unseren Softwareentwicklungsprojekten, mal wieder weg von BER und Co. Es geht also irgendwie darum, ein Softwareprodukt zu erstellen. Manchmal geht es auch darum, Teile für ein zukünftiges Softwareprodukt zu erstellen, das heißt zum Beispiel Komponenten. Ja, ihr kennt das irgendwie als Bibliotheken, die man irgendwo einbinden kann, die kann man quasi auch erstellen und dann ist es nicht immer ein Produkt, was ich direkt verkaufe, sondern vielleicht irgendwas, was in anderen Softwareprojekten dann benutzt werden kann. Das Ziel von einem Softwareprojekt ist aber nicht immer nur das Erstellen oder Produzieren von Software, sondern manchmal auch einfach Erfahrungen zu sammeln. Ja, also wenn man in einem Unternehmen eine neue Programmiersprache etablieren will, dann wird man erstmal ein paar kleinere Projekte brauchen, wo das eins der Hauptziele ist, dass die Entwickler sich mit der neuen Programmiersprache auskennen. Wenn ihr jetzt an euer Praktikum denkt, dann ist da das Ziel, dass ihr euch mit Git und mit Java auseinandersetzt. Ihr sammelt also Erfahrungen. Ne? Da ist nicht, ihr könnt natürlich den gern vermarkten, den Taschenrechner, den ihr da entwickelt habt danach. Schreiben wir euch nicht vor, das könnt ihr gern machen. Aber da ist natürlich das Ziel eher das Lernen. Aber tatsächlich ist das auch was, was wir für die Praxis sehen, dass wenn es da Softwareprojekte gibt, dass das durchaus wichtig ist, dass auch das Wissen oder der Erfahrungsschatz von den Mitarbeitern erhöht wird. Und dann haben wir noch einen anderen Aspekt, der relativ weit weg ist von dem, was wir bisher so besprochen haben. Aber wenn ihr euch vorstellt, da gibt es ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, dann geht das nicht, dass irgendwie in der einen Woche die einen 500 Mitarbeiter Arbeit haben und in der anderen Woche die anderen 500, sondern die brauchen eigentlich immer irgendwas, woran die arbeiten können. Ja, das heißt auch nicht denkbar, wenn ich jetzt eine Entwicklungsabteilung und eine Testabteilung habe,
dass ein Vierteljahr quasi die Entwicklungsabteilung arbeitet und danach ein Vierteljahr die Testabteilung und das testet, sondern ich muss mir halt Gedanken machen, wie alle Mitarbeiter oder Mitarbeitenden gleichzeitig irgendwie gewissermaßen ausgelastet werden. Das geht jetzt nicht darum, die zu beschäftigen, sondern ich kann natürlich auch einfach nicht eine 80-Stunden-Woche in der einen Woche erwarten von den Mitarbeitenden und in der anderen Woche nicht. Das heißt, darüber muss man auch nachdenken. Diese Liste kann beliebig lang sein. Und wann ist das jetzt erfolgreich? Naja, wenn die Ziele, die ich mir vorher definiert habe, wenn die größtenteils erfüllt sind. Ja? Und größtenteils heißt eben nicht komplett. Ja? Das heißt, ein Projekt kann trotzdem erfolgreich sein, wenn es vielleicht auch eine Woche später fertig wird, aber der Rest passt alles. Oder wenn es zwar zum richtigen Zeitpunkt fertig wird, aber gewisse Qualitätsmenge es noch gibt. Gut, warum machen wir das? Projektmanagement, lasst ihr euch kurz lesen. Gut, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, wir hatten mal so einen Spannungsdreieck an der Tafel mit Qualität und Zeit und Kosten für eine Software. Und tatsächlich sind es auch die Sachen, die wir hier wieder wiederfinden. Es kann nämlich sein, dass ich eine Software entwickle und die Software wird zu teuer, wird zu spät fertig oder hat nicht die Qualitätsansprüche, die der Kunde irgendwie daran stellt. Und jetzt ist es so, dass, und das ist generell so für egal, was wir im Software Engineering betrachten, es ist nicht so, dass ich eine Garantie habe, dass wenn ich gutes Projektmanagement mache, dass da auch gute Software rauskommt. Es sind viele einzelne Faktoren. Aber wenn das Projektmanagement schlecht ist oder ich mich da gar nicht drum kümmere, dann wird das Projekt sehr wahrscheinlich scheitern. Ja, das sind also viele, viele einzelne Teile, die wir im Software Engineering brauchen. Und eins ist eben das Projektmanagement. Gut, was sind die Ziele? Wir wollen also, dass die Software innerhalb der vorgegebenen Zeit entsteht, die eben mit dem Kunden abgestimmt ist oder abgesprochen ist. Es soll natürlich in dem Budget bleiben, wenn ich die Software für 1 Million verkaufe, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn ich nicht beim Produzieren der Software 1,5 Millionen brauche, weil dann setze ich irgendwie 1,5 Million zu und vielleicht möchte ich auch noch ein bisschen Gewinn machen dabei. Das heißt, vielleicht sollte das dann nur 1,5 Millionen kosten, die Software zu entwickeln. Dann haben wir irgendwie eine Erwartungshaltung. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, wo der Kunde eben sagt, das akzeptiere ich jetzt so oder gewisse Sachen können eben nicht akzeptiert werden. Das hängt natürlich immer von der Art und Weise oder der Software, der Art der Software ab. Und dann, und das geht auch wieder ein bisschen über das hinaus, was wir bisher besprochen haben, dann geht es aber auch wieder um das Team, was das entwickelt. Ich kann also nicht sagen, wir entwickeln das jetzt auf Teufel komm raus, wir schaffen das in diesen 4 Wochen. Und die Hälfte von dem Team hat danach einen Burnout oder ist völlig überarbeitet und fällt erstmal 3 Wochen aus. Sondern man muss natürlich auch gucken, dass das alles so funktionieren kann, dass alle Mitarbeiter in dem Team auch gut zusammenarbeiten können, dass sie auch in Zukunft weiter gut zusammenarbeiten können. Gut. Was man für ein Projektmanagement einsetzt und wie viel Management man eigentlich braucht, das hängt ein bisschen davon ab, was man für Software entwickelt und von vielen anderen Faktoren, insbesondere zum Beispiel von der Firmengröße. Je größer die Firma ist, desto mehr Projektmanagement wird es geben, desto mehr Hierarchien wird es geben. Ja, Hierarchie im Sinne von, mein Chef hat selbst noch einen Chef und der hat auch wieder einen Chef und, oder eine Chefin und die hat auch wieder eine Chefin. Das heißt, höhere Hierarchien bedeuten dann vielleicht auch, dass ich eben weniger oder stärker Einschränkungen habe, dass es mehr gibt, die mich sozusagen noch überwachen an irgendeiner Stelle, dass es vielleicht eine Budgetierung gibt, die passiert typischerweise jährlich, das heißt, eine Abteilung bekommt jährlich so und so viel Geld und wenn es schlecht aussieht, dann gibt es in dem nächsten Jahr vielleicht irgendwie mal weniger Geld und danach wieder mehr Geld. Dann gibt es vielleicht auch irgendwelche Prozesse, wo man bestimmte Sachen erst abstimmen muss, wo ich erst sagen, wo ich zum Beispiel erst eine Projektplanung vorlegen muss und die muss dann erst abgesegnet werden an irgendeiner Stelle. Und das hängt natürlich davon ab, wenn ihr jetzt ein Startup gründet, zu dritt, dann habt ihr viele von diesen Stadien nicht. Ne? Dann sieht das Projektmanagement, da sehe ich anders aus. Gut, es hängt von den Kunden ab. Es gibt externe Kunden, die gewisse Anforderungen haben. Zum Beispiel ist es so, dass wenn man was entwickelt, für was aus deutschen Steuergeldern bezahlt wird, dann gibt es gewisse Anforderungen daran, wie das Ganze passieren muss. Zum Beispiel, wenn für die Bundeswehr Software beauftragt wird oder wenn von
irgendwelchen Kommunen Software beauftragt wird, dann gibt es gewisse Vorgaben daran, wie das entwickelt werden muss und was da passieren muss. Dann hängt es vielleicht von der Softwaregröße ab, weil wenn ich so einen kleinen Taschenrechner programmiere, ist vielleicht anders, als wenn ich die Fahrzeugsoftware für ein modernes Fahrzeug entwickle. Auch von dem Typ der Software, ja, das Projektmanagement von der Software, die in einem Flugzeug landet, sieht ganz anders aus wie von die von so einem kleinen Mähroboter, weil dann natürlich viel mehr, weil das viel kritischer ist, was da passieren kann, wenn da was schief geht. Gut, und dann auch vom Entwicklungsprozess, und da gucken wir nächste Woche etwas detaillierter drauf, was das eigentlich bedeutet. Das ist einer der XKCDs, die ich am häufigsten irgendwie im Kopf habe, und zwar immer, wenn es irgendwie um Zeitmanagement geht. Ja, ihr müsst euch ja auch selbst auch im Studium eure Zeit einteilen, müsst überlegen, wo investiert er wie viel Zeit, wie lange braucht er dafür, wann macht er das. Und da gibt es natürlich vielleicht auch mal den Punkt, dass er sagt, ah, da bastle ich mir jetzt noch ein Excel-Sheet, dann kann ich das irgendwie schneller machen oder ich schreibe hier schnell ein Programm, das das macht. Und dann kann natürlich das, oder die Theorie wäre, dass das quasi, ich investiere ein bisschen Zeit und danach habe ich weniger Aufwand. Das ist quasi die ideale Welt. Was in der Praxis dann vielleicht passiert, ist, dass man Aufwand reinsteckt, dann muss man irgendwie nochmal Aufwand reinstecken und dann merkt man, so richtig funktioniert es eigentlich gar nicht. Ich muss da noch mehr Aufwand reinstecken und ich habe dann gar keine Zeit mehr für das, was ich eigentlich machen muss. Man muss sich also bei so Sachen, die man automatisieren will oder Sachen, die man irgendwie verbessern will, muss man sich immer überlegen, lohnt sich das? Und was hat das jetzt mit Projektmanagement für Software zu tun? Naja, auch bei so einem Team, was irgendwie zusammenarbeitet, will man vielleicht in gewissen Zeitpunkten gucken, kommen die eigentlich gut voran oder sind die vielleicht sogar gerade an dieser Stelle hier und überlegen, noch mehr Zeit zu investieren und es ist schon abzusehen, dass das aber gar nicht funktionieren wird, dass das nichts bringen wird. Also ich meine, wir sehen es auch bei den großen Bauprojekten, wie ich habe von dem BER angesprochen und Ähnlichem. Ich meine, gut, an irgendeinem Punkt ist man halt, wo man sagt, jetzt bricht man es auch nicht mehr ab. Ja? Bei einem kleineren Softwareprojekt kann es vielleicht auch sein, dass ich sage, ich habe jetzt 2 Monate entwickelt mit dem Team, aber das klappt nicht sinnvoll, wir brechen das ab, wir entwickeln da nicht weiter. An einem gewissen Punkt kann man das eben nicht mehr machen, diese Entscheidung fällen, und wir wollen das natürlich vielleicht so früh wie möglich erkennen. Das heißt, irgendjemand muss das beobachten, irgendjemand muss das im Blick haben, was ist der Aufwand, den wir schon reingesteckt haben, wie weit sind wir eigentlich, ist das überhaupt noch machbar oder müssen wir uns schon überlegen, wie wir irgendwie schneller entwickeln können in Zukunft oder Ähnliches. Gut, und da gibt es eine Reihe von Aktivitäten im Projektmanagement und die wollen wir jetzt der Reihe nach durchgehen. Das eine ist nämlich die Projektplanung und das lasse ich euch wieder mal kurz lesen. So, kommen wir mal wieder zu dem Beispiel von einem Startup zurück. Sagen wir, versetzen wir uns mal irgendwie 15 Jahre zurück und sagen, ihr seid ein Startup und ihr gründet euch und ihr wollt Mähroboter bauen. Ne? Die gibt es noch nicht vor 15 Jahren, glaube ich so etwa, oder zur Not vor 20 Jahren. Und ihr wollt die bauen, ihr macht das irgendwie zu dritt, dann teilt ihr euch das irgendwie auf. Ja? Wer welche Expertise hat, vielleicht macht einer eher die Hardware und einer macht eher die Software da dran. Dann überlegt man sich allerdings, dann braucht man eine gewisse Planung, weil damit die Software getestet werden kann, muss von der Hardware schon mal irgendwann was fertig sein. Das heißt, da muss man überlegen, wer macht wann was. Und das ist bei 3 Personen vielleicht noch relativ einfach, das abzustimmen. Wenn wir 20 haben oder 100, wird es dementsprechend ein bisschen schwieriger. Und da muss man die Aufgaben aufteilen. Das heißt, man muss planen, vorausplanen, was passiert im nächsten Monat, was passiert in den nächsten 2 Wochen, was passiert den nächsten Tag. Man muss allerdings auch abschätzen, wie lange wird irgendwas dauern. Es nützt nichts, wenn derjenige, der die Software geschrieben hat, der hat sich tolle Algorithmen ausgedacht, für wie der Mähroboter so durch den Garten fahren soll. Und der kann das aber nicht testen, weil die Hardware noch nicht so weit ist, dann ist das irgendwie schwierig. Wir müssen uns also vorher überlegen, wie lange dauern einzelne Schritte da drin. Gut, und dann auch ständig überwachen quasi, wie geht es voran, müssen wir irgendwas machen, braucht es vielleicht einfach 2 Leute, die sich um die Hardware kümmern und nur noch 1 Person für die Software oder Ähnliches, müssen wir vielleicht irgendwie umdenken und umplanen.
Dann gibt es das Risikomanagement. Lasse ich euch auch wieder kurz lesen. Ja, bleiben wir bei dem Mähroboter. Es gibt ein gewisses Risiko. Es gibt das Risiko, dass die Hardware nicht rechtzeitig fertig wird, dann kann ich auch die Software nicht testen, das hatte ich eben schon. Es gibt vielleicht das Risiko, dass ich nachher was produziere, das funktioniert einwandfrei, aber ich kriege keine Zulassung und ich darf das dann nicht verkaufen. Es gibt vielleicht das Risiko, dass es einen Konkurrenten gibt, der einfach schneller ist, einen Mähroboter auf den Markt bringt, super erfolgreich ist und dann war ich zu spät, ja, dann kann ich den Mähroboter nicht mehr verkaufen. Das sind alles verschiedene Risiken. Es gibt auch Risiken für kleine Tiere, ne? Zum Beispiel Igel sind gefährdet, wenn es um so einen Mähroboter geht. Auch das sind Risiken und es geht eben darum, welche Risiken gibt es eigentlich, welche sind relevant und wie gehen wir mit diesen um. Und das macht das Risikomanagement. Dann gibt es noch die Mitarbeiterführung oder Englisch People Management. Und ich hatte vorhin das Beispiel von der Mitarbeiterauslastung, dass irgendwie jeder über die Zeit immer ein ähnliches Arbeitspensum irgendwie haben sollte. Wir müssen irgendwie einplanen, das ist vielleicht bei größeren Firmen, gibt es irgendwie mal eine Sommerpause, einen Werksurlaub von 3 Wochen oder sowas, dann muss man sowas irgendwie mit einplanen. Und aber vielleicht auch den ermöglichen, dass auch manche vielleicht mal nicht da sind. All das sind Sachen, die mit der Mitarbeiterführung zu tun haben. Das heißt, da gibt es einen Manager, der sich quasi das mit im Blick haben muss, dass alle zusammen arbeiten können, dass es in dem Team gut funktioniert, aber auch, dass jede Person quasi immer wieder effektiv arbeiten kann. Und im besten Fall auch noch, dass das Team immer besser wird. Ja? Dass das Team heute einen kleinen Roboter bauen kann und morgen vielleicht einen etwas autonomeren oder einen besseren Roboter. Gut, dann gibt es noch die Berichterstattung. Gebe ich euch auch wieder kurz Zeit. Genau, und zum Projektmanagement gehört insbesondere auch, dass man zu gewissen Zeitpunkten immer mal wieder sagt, wie weit sind wir dann jetzt? Und dann ist die Frage, zu wem muss man das sagen? Einerseits fragt der Kunde vielleicht nach oder der Kunde möchte irgendwie schon mal ein Zwischenprodukt sehen. Das passt jetzt vielleicht nicht bei dem Beispiel von dem Mähroboter, weil der Kunde wird da eigentlich noch keinen, mit dem Kunden haben wir da eigentlich gar nichts zu tun, sondern den würden wir eben entwickeln und dann verkaufen. Bei größeren Firmen ist das insbesondere so, die Berichterstattung ist dann immer entsprechend der Hierarchie. Ja, jeder Projektmanager oder jede Person muss den entsprechend höher in der Hierarchie stehenden Person dann Bericht erstatten. Und das ist jetzt interessant, wenn wir jetzt gucken auf, nehmen wir mal einen Automobilkonzern, dann ist der halt so breit aufgestellt, da geht es um Software, um Hardware, um ganz verschiedene Sachen. Und dann gibt es da eine Person, die ein Verständnis haben muss von so einem Automobil auf einer ganz hohen Ebene. Aber deswegen kennt ihr natürlich nicht alle Details. Wenn ihr dann sagt, wir müssen den Bubble-Sort-Algorithmus austauschen durch ein anderes Verfahren, dann wird die Person damit nichts anfangen können, ja? Es sei denn, die hat Informatik studiert. Das heißt, was relativ typisch ist bei dieser Berichterstattung, ist, dass man von kleinen Details abstrahieren muss. Das heißt, wenn man dann mit Nicht-Informatikern redet zum Beispiel, dass man denen dann quasi nur den Detailgrad weitergibt nach oben, der dafür nötig ist oder eben mit dem Kunden. Gut, und dann haben wir noch die Projektbeantragung. Dann stellt sich ja auch die Frage, wie kommt es eigentlich zu so einem Projekt? Und diese Projektbeantragung findet statt sowohl innerhalb von der Firma, dass ich sage, ich möchte hier irgendwas entwickeln, dann brauche ich irgendwie das Go von einem Chef, der sagt, ich gebe dir jetzt 3 Mitarbeiter für 2 Jahre dafür, um das zu machen. Aber teilweise eben auch Projektbeantragung, dass man als Firma sich beim Bund zum Beispiel für ein Projekt das beantragt. Lasse ich euch wieder kurz lesen.
Gut, und das mit dieser Projektbeauftragung oder Projektbeantragung, das ist so ein bisschen Pokern, ja? Weil man schreibt da irgendwie einen Preis drauf und sagt, wenn wir das machen, dann kostet das so und so viel. Wenn ich einen niedrigen Preis angebe, dann habe ich eine relativ gute Chance, den Zuschlag zu bekommen und darf das dann später entwickeln. Aber wenn ich einen höheren Preis nehme, kann ich dabei mehr einnehmen, kann mehr Gewinn machen und habe auch eine Chance, das quasi auch zu diesem Preis zu schaffen und nicht miese zu machen mit einem solchen Projekt. Das heißt, das ist relativ schwierig. Man muss eine möglichst genaue Schätzung machen und das typischerweise relativ früh in einem Projekt, ja? Weil man beschäftigt sich da vielleicht 1-2 Wochen mit. Man hat jetzt nicht 2 Jahre schon programmiert da dran, sondern man ist relativ früh, man überlegt sich, wie lange brauchen wir dafür, was soll das dann kosten? Und an der Stelle muss man jetzt schon sagen, was soll das dann später kosten? Bei Aufträgen in der freien Wirtschaft ist es dann teilweise so, dass dann durchaus auch der Ruf von einer Firma oder einem Startup vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Bei öffentlichen Aufträgen ist es tatsächlich so, dass einfach das günstigste Angebot genommen wird. Und wenn man das dann nicht leisten kann, dann hat man eben Vertragsstrafen und dann wird es auch schwierig. Gut, was wir also machen müssen, wir müssen herausfinden, wie lang braucht man dafür, was hat das für Kosten? Und das bricht man typischerweise runter in kleinere Schritte, indem man sich eben überlegt, was muss ich alles dafür entwickeln, wie lange brauche ich für einzelne Teile, lässt vielleicht auch mehrere der Entwickler irgendwie mitschätzen und kommt dann nachher zu einer Gesamtschätzung für das komplette Projekt. Das sind jetzt alles verschiedene Aktivitäten im Projektmanagement, also wir haben typischerweise erst so eine Beantragung, dann haben wir irgendwie eine Projektplanung, das hängt so ein bisschen zusammen. Ja, ich muss, um sagen zu können, wie teuer ein Projekt etwa werden soll, muss ich natürlich auch schon ein bisschen Projektplanung machen. Ich muss auch gucken, habe ich die Mitarbeiter eigentlich, stehen die zur Verfügung oder sind die das ganze Jahr schon ausgebucht? Das Gefühl habe ich immer, wenn in Deutschland irgendwelche Baustellen sind auf Autobahnen, dass es da einen Zuschlag gibt, aber die sperren dann erstmal ab und dann fangen die an und dann gibt es vielleicht irgendwann mal wieder Maschinen, die zur Verfügung stehen. Zumindest geht es in den USA schneller, das habe ich da so erlebt. Risikomanagement, Mitarbeiterführung, Berichterstattung, was eben sozusagen die ganze Zeit während des Projektes auch läuft. Ich muss die Risiken im Projekt auch weiterhin beobachten und gegebenenfalls reagieren. Gut, jetzt gucken wir uns ein paar von denen etwas detaillierter an. Und zwar das Risikomanagement. Was haben wir eigentlich? Was ist eigentlich so ein Risiko? Ein Risiko hat eine Wahrscheinlichkeit und eine Schwere des Risikos. So, die Wahrscheinlichkeit kann von sehr unwahrscheinlich zu sehr wahrscheinlich, gibt es sozusagen das Spektrum. Und wie schlimm das ist, kann von unerheblich, ja, das ist sowas wie ein kleiner Pixelfehler, ein kleiner Anzeigefehler beim Betriebssystem. Das ist jetzt vielleicht nicht so kritisch, wohingegen, wenn ich die Steuersoftware von einem Atomkraftwerk habe und habe da einen Fehler gemacht, dann kann es im schlimmsten Fall zu einem Super-GAU kommen und dann reden wir von einer katastrophischen Auswirkung. Jetzt gibt es eine Art und Weise, auf diese Risiken drauf zu gucken, wenn wir jetzt auf Softwareprojekte gucken, was für Risiken gibt es eigentlich? Na, es gibt Projektrisiken, Produktrisiken und Risiken für das Unternehmen. Projektrisiken, da geht es eben darum, dass das Projekt vielleicht scheitern könnte. Es könnte sein, dass ich am Ende dieser Projektlaufzeit von 1 oder 2 Jahren oder am Ende dieses Startups, und das Risiko ist meist relativ groß, dass sich so ein Startup nicht durchsetzt, dass ich da quasi noch nicht diesen Mähroboter produzieren kann oder verkaufen kann. Es kann sein, dass ich vielleicht gute Leute werden abgeworben. Wir haben im Moment Fachkräftemangel in Deutschland. Das heißt, es gibt immer mehr Firmen, die einfach sagen, dann bezahlen wir eben mehr, um gute Leute abzuwerben. Dann kann es eben passieren, dass ich ein großes Unternehmen habe, aber die entsprechenden 5 Leute, die dafür wichtig wären, die ich dafür brauche, die sind dann vielleicht nicht mehr da. Das heißt, mit diesem Risiko müssen wir auch umgehen. Das sind also Risiken, die irgendwie aus diesem Projekt mit dem Projekt zu tun haben. Gut, dann gibt es Produktrisiken, das heißt, die haben irgendwie mit der Qualität, die nachher rauskommt, zu tun. Das heißt, wenn der Rasenmäherroboter vielleicht sich oft aufhängt und muss oft gerettet werden von den Besitzern, dann könnte das eben so ein Produktrisiko sein. Und dann eben das Risiko für das Unternehmen,
Das kann eben sein, ich hatte vorhin schon das Beispiel mit irgendwie, es gibt einen Mitbewerber, der entwickelt einfach schneller ein Produkt oder das Produkt ist günstiger, was der anbietet, da kann das eben zu günstigeren Preisen anbieten. Ich habe mich vielleicht in dem Startup dafür entschieden, dass der Mähroboter zufällig fährt und der Mitbewerber hat jetzt einen, der fährt systematisch und der braucht dann weniger Zeit und deswegen kann ich quasi das nicht mehr verkaufen. Das alles wären eben Unternehmensrisiken sozusagen. Gut. Jetzt haben wir diese drei Arten von Risiken. Jetzt gibt es aber verschiedene Schritte, die wir eigentlich immer durchlaufen müssen, wenn es um das Risikomanagement geht. Jetzt geht es also darum, wir haben irgendwelche Risiken, die sind da. Und jetzt wollen wir aber irgendwie mit diesen kontrolliert umgehen. Wir wollen die irgendwie managen. Was müssen wir dafür machen? Na, wir müssen Risiken identifizieren. Wir müssen erstmal herausfinden, was gibt es dann an Projekt-, Produkt- und Business-Risiken. Dann müssen wir die analysieren, wir müssen gucken, das sind diese zwei Sachen da oben, ja, die Wahrscheinlichkeit, Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkungen, die müssen wir dann ermitteln. Und dann müssen wir überlegen, was machen wir mit diesen Risiken. Ja, es kann zum Beispiel sein, bei einem Startup muss man das in Kauf nehmen, dass es vielleicht einen Mitbewerber gibt, der einfach auch gerade Mähroboter erstellt. Ja, dann kann ich mit diesem Risiko nicht viel machen. Ich kann vielleicht überlegen, möglichst schnell einen Prototypen auf den Markt zu bringen, der erstmal funktioniert, der verkauft werden kann. Da kann zum Beispiel dieses zufällig fahren, das haben wir in der Historie auch gesehen, ja, die meisten Mähroboter haben angefangen, zufällig zu fahren und jetzt gibt es immer mehr, die systematisch fahren. Das systematisch fahren ist eine große Herausforderung. Das heißt, ich kann eben überlegen, ich lasse den erstmal zufällig fahren, dann kann ich den eben verkaufen. Gut, und dann nützt aber die Planung nichts, sondern ich muss auch die Risiken beobachten. Das heißt, ich muss Monitoring betreiben. Das heißt, ich würde eben auch gucken, gibt es vielleicht Mitbewerber, die schon irgendwie was auf den Markt bringen? Fahren die schon systematisch? Fahren die noch zufällig oder ähnliches? Und dann muss ich überlegen, wie ich mit dem Risiko umgehe und vielleicht mich auch umentscheiden und dann noch andere Produkte entwickeln. Gut, agile Entwicklung kann man in der nächsten Vorlesung noch ein bisschen dedizierter oder kommt man noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Da ist quasi so die Idee, dass wir das irgendwie in kleinen Schritten machen. Wir erstmal überhaupt irgendwie mehr Roboter, der irgendwie fahren kann und vielleicht kann der noch nicht mit Hindernissen umgehen. Vielleicht braucht er noch so eine Schnur, die ich im Garten verlegen muss und dann kann man nach und nach gucken, dass man das quasi komplizierter macht. Gut, ein anderer Aspekt war die Mitarbeiterführung. Auch da lasse ich euch kurz das lesen. Gut, also die Mitarbeiter sind irgendwie wichtig für so ein Unternehmen. So, jetzt ist so, die fallen nicht vom Himmel. Ja, es gab mal irgendwann bei VW zum Beispiel diesen Zukunftspakt, da haben sie gesagt, sie wollen im Jahr, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber es waren mehrere tausend, Informatiker einstellen oder Softwareingenieure einstellen. Wenn man dann auf die Zahlen geguckt hat, dann waren es so viele wie in Deutschland überhaupt den Abschluss machen und es gibt noch andere Firmen, die auch Personen einstellen werden. Das ist also unrealistisch. Das eine ist das Einstellen. Ich hatte vorhin auch schon von gesprochen, dass wir die vielleicht auch irgendwie halten müssen. Und dann geht es auch um vielleicht sowas wie Weiterbildung, dass die Mitarbeitenden auch sich entsprechend weiterentwickeln oder umschulen. Wir haben im Moment viel Trend, der weggeht von Maschinenbau zu Informatik. Es gibt also ganz viele, die irgendwo arbeiten, die bisher Arbeitsplätze hatten, zum Beispiel in der Automobilindustrie, wo es viele Arbeitsplätze jetzt wegfallen, die vorher irgendwas mit Maschinenbau zu tun hatten und die demnächst irgendwas mit Software zu tun haben. Da muss man sich eben Gedanken drum machen. In der Praxis, wenn wir jetzt auf Software Engineering gucken, lasse ich euch wieder kurz lesen. Wenn ihr jetzt so auf eure Vorlesungen guckt, dann habt ihr sowas wie Programmierung oder habt jetzt hier Software Engineering. Das sind aber meist eher Vorlesungen, die euch mit so technischen Skills helfen und nicht, wie ihr Mitarbeiter führen könnt. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wo kommen diese Personen her? Da gibt es interessante Strategien. Viele der Tech-Konzerne stellen hauptsächlich Programmierer ein und schulen dann manche weiter, dass sie Projektmanager werden. Das ist so eine Strategie. Eine andere Strategie ist, ich stelle jemanden ein, der Management studiert hat, kann man, in Wirtschaftswissenschaften.
Dann habe ich aber jemanden, der sich mit den Informatikthemen nicht auskennt, hat dann irgendwie beides vielleicht Vor- und Nachteile, ob man so oder so vorgeht. Aber es muss einem bewusst sein, dass die besten Programmierer nicht zwingend unbedingt die sein müssen, die auch am besten so ein Team leiten können. Das heißt, jeder muss in dem Team seine entsprechende Rolle finden und das ist auch für euch vielleicht eine gute Nachricht, wenn er sagt, Programmierung liegt mir gar nicht so. Ist gar nicht so gesagt, dass jeder von euch später dann programmieren muss, ja, in seinem Job. Die meisten tatsächlich eher nicht. Gut, kritische Faktoren für das Führen von oder für die Mitarbeiterführung: Konsistenz, Respekt, Inklusion und Ehrlichkeit. Das sind generelle Faktoren aus der Psychologie, aber die sozusagen aus dem Management und den Wirtschaftswissenschaften herkommen. Es sollten die verschiedenen Personen, die in einem Team sind, sollten vergleichbar behandelt werden. Es sollte nicht die eine Person, wenn sie was Gutes macht, immer belohnt werden und andere nicht. Es sollte einen gewissen Respekt geben, das heißt auch, es gibt vielleicht Teams, die dann irgendwie nur aus Männern bestehen in unserer Domäne, dass wenn da ein weiblicher Person dazukommt, dass man einen entsprechenden Umgang hat, wo man eine wertschätzende Atmosphäre hat, allen gegenüber. Inklusion, das heißt auch Personen, die jetzt neu in das Team kommen oder neu in die Firma kommen, dass die entsprechend gut eingebunden werden, dass die sich trotzdem schon einbringen können. Und Ehrlichkeit, das heißt, dass man die eigenen Schwächen auch als Manager entsprechend zugeben sollte. Gut, lasst euch das kurz lesen zu Teamwork. Ja, da können wir nächste Woche auch noch mal ein bisschen detaillierter zu sprechen. Das meiste, was wir an Software heutzutage so entwickeln, ist tatsächlich so komplex, dass das nicht eine Person entwickeln kann. Und wir haben vielleicht 10 Entwickler oder wir haben 100 Entwickler. Und je mehr Entwickler ich habe, desto notwendiger ist es, die in kleinere Teams einzuteilen. Nächste Woche kommen wir da auch noch mal ein bisschen konkreter drauf, was so eine gute Teamgröße ist. Aber sowas wie vielleicht 5 bis 7 Personen für ein Team. Gut, also bei der Einführung ging es jetzt erstmal darum, was ist eigentlich überhaupt dieses Projektmanagement, wofür brauchen wir das? Ich habe euch anhand von Beispielen versucht, so ein bisschen darzulegen, was da schiefgehen kann, was man alles beachten muss, was mit dazugehört. Und ihr seht, es sind tatsächlich ziemlich viele Sachen, die fernab der Programmierung sind. Ja, ich kann zwar das Richtige programmieren, es kommt genau das raus, was das Programm hat vielleicht keine Fehler, das haben wir festgestellt durch irgendwie Testen. Aber wenn es nachher einfach zu spät fertig wird, das Programm, oder wenn die Mitarbeitenden dann alle einen Burnout danach haben oder ähnliches, dann ist uns quasi auch nicht geholfen. Das Projektmanagement kümmert sich um viele sogenannte weiche Faktoren im Software Engineering. Gut, ein Punkt, den wir jetzt ein bisschen vertiefen wollen, sind Risiken. Und das sollt ihr mal in Gruppen machen. Und zwar sollt ihr euch selbst Risiken überlegen. Und also Risk Identification, und dann sollt ihr mal mit für die Beispiele von anderen überlegen, was ist da, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Risiko eintritt, müsst ihr euch also irgendein Beispielsoftware überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Risiko eintritt, wie schlimm wäre es, ist es ein Projekt, ein Produkt oder ein Unternehmensrisiko, und dann, wie könnte man mit diesem Risiko umgehen, und das könnte, ja, je nachdem, wie dann noch Zeit ist, wir nehmen uns jetzt so 5 bis 10 Minuten dafür, könnt ihr das für verschiedene Beispiele mal diskutieren. Gibt es dazu Fragen? Gut, ansonsten gilt wie immer, wenn ihr Fragen zwischendurch habt, könnt ihr euch gerne trotzdem melden und dann kommen wir rum. Viel Spaß! So, welches Team braucht noch Zeit? Gut, das sieht nicht so aus, dann machen wir einfach weiter an der Stelle. Im letzten Teil, das hatte ich schon angekündigt, soll es ein bisschen konkreter werden. Das war jetzt so eine allgemeine Einführung, was meinen wir alles, was gehört alles dazu, worum muss man sich Gedanken machen als Projektmanager, was sind so typische Aufgaben. Jetzt geht es eher darum, wie kann man eigentlich die Planung vornehmen, was sind typische Werkzeuge dafür, und da werden wir zwei
Diagrammtypen zum Beispiel kennenlernen, mit denen man die Projektplanung betreiben kann. Gut, erstmal ein Zitat. A goal without a plan is just a wish. Wir können uns natürlich irgendwie wünschen, dass die Software bald fertig wird, dass sie kostengünstig ist und dass sie eine Top-Qualität hat. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und wenn wir keinen Plan machen, wie wir dahin kommen, dann wird es schwierig, das zu erreichen. Wir können also nicht einfach darauf hinarbeiten, sondern wir brauchen irgendwie einen Plan. Und wann passiert jetzt solche Projektplanung? Ein Punkt ist zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Angebot schreibe. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte ein Haus bauen lassen oder ich möchte in einem Haus Fenster einbauen lassen. Dann kann ich verschiedene Firmen fragen und die sagen mir, bei uns kostet so und so viel. So, das Ganze kann ich jetzt auch mit Software machen und sagen, das und das soll entwickelt werden. Wir brauchen ich habe jetzt gerade bloß so Militärbeispiele, weil wir immer bloß vom Militär hören in den Nachrichten. Wir wollen irgendwelche Kampfjets aus den USA bei uns einsetzen. Die müssen natürlich kommunizieren mit irgendwelchen Software-Systemen bei uns. Und damit die das können, muss halt was verändert werden an der Software. So. Und jetzt kann ich überlegen, wie teuer soll das Ganze werden? Was brauche ich an Ressourcen? Wir hatten vorhin ein schöneres Beispiel wie den Rasenmäherroboter. Auch da kann ich natürlich überlegen, kann ich das überhaupt entwickeln mit 3 Leuten? Oder entwickle ich vielleicht nur die Software und beauftrage jemand anders damit, die Hardware zu entwickeln? Oder gibt es vielleicht Hardware, die man out of the box nehmen kann, wo ich quasi bloß die Software für entwickle? Habe ich genügend Ressourcen? Habe ich genügend Mitarbeitende? Wie lange brauche ich eigentlich dafür? Was soll dieser Preis werden? Und das Interessante ist, dass wir dann an der Stelle natürlich ziemlich früh dabei sind und uns noch nicht so lange damit beschäftigen können und wollen, weil je mehr Zeit wir da reinstecken, da stecken wir vielleicht Zeit rein, die uns kein Geld bringt. Ja? Wenn ich jetzt 2 Wochen lang mir überlege, wie teuer soll dieser Mähroboter später werden, dann sind das 2 Wochen, für die ich kein Geld kriege, wenn ich nachher den Zuschlag nicht bekomme. Das heißt, man will den Aufwand da möglichst reduzieren. Es ist sozusagen relativ spekulativ, wenn ich da den Preis festlege, bevor ich komplett anfange mit diesem Projekt, dann ist es relativ schwierig, dann werde ich wahrscheinlich relativ schlechte Schätzung haben. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich dieser Preis, woraus ergibt sich der Preis? Ich hatte vorhin schon mal irgendwie das Beispiel mit so einer 1 Million Euro, die irgendwie eine Software kostet. Dann wäre es natürlich schlecht, wenn die Kosten, die ich reinstecke, also um die Softwareingenieure zu bezahlen, weil es eine Gehaltserhöhung gab, damit die nicht alle wechseln zur Konkurrenz. Für die Manager, ich habe halt gewisse Kosten, die entstehen. Dann habe ich vielleicht Hardware- oder Softwarekosten, das heißt irgendwelche Softwarelizenzen, vielleicht nutze ich selber Software und brauche dafür auch Software-Support, muss dafür bezahlen. Habe auch Hardware, die irgendwie verwaltet werden muss. Ich habe vielleicht irgendwo einen Server oder mehrere Server, die müssen irgendwie verwaltet werden. Da muss vielleicht auch immer mal wieder was ausgetauscht werden. Dann habe ich vielleicht Reisekosten, das ist während der Corona-Pandemie deutlich weniger geworden, weil da viele Unternehmen plötzlich gelernt haben, auch online zu arbeiten. Dann sind die mal weggefallen, inzwischen sind die eigentlich fast wieder im gleichen Maße da. Dann habe ich vielleicht Trainingskosten, weil wenn ich jetzt irgendwie eine Software entwickle mit einer neuen Programmiersprache oder das erste Mal mit einem bestimmten Web-Entwicklungs-Framework, dann habe ich eben extra Kosten, um meine Entwickler quasi erstmal zu schulen. So, und was ist jetzt der Preis der Software? Na, das sind die geschätzten Kosten, das ist der Profit, den ich damit erreichen möchte, plus ein extra Puffer. Und jetzt natürlich die Frage, was ist dieser extra Puffer, wie viel nimmt man da? Das ist eben, damit ich es gibt immer Sachen, die irgendwie teurer werden, wo vielleicht der Mitarbeiter, der bewirbt sich irgendwo anders und sagt, ich habe da ein Angebot von da, dann wird er plötzlich teurer, dann muss ich dem irgendwie mehr Geld geben. Oder es gibt vielleicht einen Entwickler, der fällt weg, der ist 2 Monate nicht da, dafür muss ich 2 neue einstellen danach, um das wieder auszugleichen. Das heißt, wir haben immer irgendwie Sachen, die wir vorher nicht bedenken können, wo höhere Kosten entstehen und dafür macht man einen gewissen Puffer. Dieser Puffer ist häufig, und das kommt immer auf das Projekt an, uns ganz klar, auch in der Vergangenheit, was ich an Erfahrungswerten habe, da nimmt man dann häufig sowas wie 30-50%. Das sagt jetzt nichts darüber aus, wie hoch der Profit ist. Ne? Es könnte sein, dass der Profit vielleicht eh schon 50% sind oder sowas.
von der Summe. Es kann auch sein, dass der Profit vielleicht bloß 10% sind und das liegt einfach daran, dass ich viele Mitbewerber habe, die die gleiche Software auch entwickeln können und dann kann ich eben nicht so viel Profit ansetzen an der Stelle. Gut, jetzt gibt es noch einen anderen Zeitpunkt, wo wir Kosten schätzen müssen, nämlich wenn ich starte, das Projekt. Ja, jetzt gibt es irgendwann diesen Zeitpunkt, wo gibt es vielleicht eine Einreichungsfrist, wenn es eben Software, wir haben jetzt ganz viele Softwareprojekte im Zuge der Digitalisierung, wir wollen alle möglichen Sachen, wenn wir irgendwas mit dem Amt machen wollen, dann wollen wir das alles online machen, da braucht es natürlich Software für, die wird irgendwie beauftragt. Und dann gibt es den Zeitpunkt, wo alle Firmen ihre Angebote einreichen müssen und dann dauert das eine Weile und dann gibt es irgendwann die Entscheidung und nach ein paar Monaten fange ich das Projekt an und an der Stelle muss ich nochmal die Schätzungen erneuern. Ich muss nochmal überlegen, wer arbeitet jetzt eigentlich konkret an dem Projekt, wie kann man das in kleinere Teile aufteilen, was ist eigentlich mit diesen initialen Schätzungen, hat sich da inzwischen was verändert, werden vielleicht gewisse Sachen inzwischen teurer. So, Projektplanung passiert aber auch während des Projektes. Dann während des Projekts läuft, kann es ja sein, dass sich gewisse Sachen ändern. Ich muss vielleicht den Plan aktualisieren, was ich wann entwickle. Vielleicht habe ich nicht mehr 3 Teams, sondern 2 Teams. Dann muss ich den Plan anpassen mit den Aufgaben. Ich lerne auch immer wieder was dazu, nämlich ich lerne was über die Software, die ich da eigentlich erzeugen soll. Ich lerne auch was darüber, was das Team eigentlich schafft. Wie viel schafft das Team eigentlich zu entwickeln in einer Woche oder in einem Monat? Und dann kann ich das Wissen mit einbeziehen und kann versuchen, Schätzungen abzugeben, die deutlich genauer werden über die Zeit. Gut, wenn man das alles auf der rechten Seite einfach weglässt, dann wird es irgendwie schwierig. Also ich meine, klar, ich muss natürlich entscheiden, wer darauf arbeitet, aber wenn ich diese Zwischenschätzungen quasi weglasse, dann passiert mir vielleicht sowas, dass ich eben am Ende des Jahres dastehe, wo die Software eigentlich fertig sein sollte und es ist vielleicht ein Drittel fertig davon. Ja, ich habe vielleicht das Gefühl, ich habe schon 80%, aber tatsächlich bin ich vielleicht erst beim Drittel und weiß das vielleicht erst 2, 3 Jahre später, wenn ich dann wirklich fertig bin. Das wollen wir vermeiden und deswegen macht man immer wieder Schätzungen auch zwischendurch. Gut, das ist einer dieser XKCDs, die ein bisschen schlecht gealtert sind, weil heute braucht man dafür kein Forscherteam mehr und 5 Jahre Zeit. Heute ist das gelöst, wie man Vögel erkennen kann oder Objekte auf einem Bild erkennen kann. Tatsächlich gibt es ein konkretes Beispiel, was dahinter steht, hinter diesem XKCD, und zwar in den 60er Jahren oder um 1960 herum wurden Studierende, die Informatik oder was Informatik nahes studiert haben, wurden gebeten, eben solche Objekte quasi in einem Bild zu erkennen. Und das Ziel war, dass sie das innerhalb von wenigen Monaten machen. Und da hatte man sich einfach verschätzt. Das war nicht möglich. Und das war auch 40 Jahre später noch nicht möglich. Da war man einfach noch nicht, dass das quasi automatisiert erkannt werden konnte. Das heißt, es ist relativ schwierig abzuschätzen, was geht und was geht nicht. Und natürlich helfen da einfach erfahrene Programmierer, die einfach schon eine Weile dabei sind, die schon ähnliche Software entwickelt haben. Gut, und jetzt kommen wir noch zu 2 konkreten Techniken, mit denen ihr was modellieren könnt. Wer von euch hat schon was von Gantt Charts gehört? Gut, das waren jetzt so ein paar Hände, aber noch nicht irgendwie sehr viele. Wir besprechen die jetzt hier noch. Und zwar sind die benannt nach Henry Gantt. Das ist im Prinzip ein Balkendiagramm, aber im Balkendiagramm haben wir häufig, dass die Balken nach oben zeigen und bei dem Balkendiagramm laufen die Balken von links nach rechts. Warum ist das wichtig? Naja, weil die typische Zeitachse von links nach rechts geht. Das heißt, die X-Achse ist die Zeitachse und wir haben gewisse Aktivitäten und die Aktivitäten haben einen Start- und einen Endzeitpunkt und das Ganze kann zum Beispiel so aussehen. Und wir sehen also jetzt hier, ich habe hier irgendwie einen Balken, der fängt hier an und hört hier auf. Ich habe einen, der fängt hier an und hört hier auf. Und die X-Achse gibt sozusagen den zeitlichen Verlauf. Das können jetzt hier zum Beispiel Wochen sein, das können Tage sein, das können Monate sein.
um das quasi darzustellen, wann plane ich irgendwas anzufangen, wann plane ich irgendwas fertig zu haben. Und jetzt natürlich die Frage, was ist auf der Y-Achse? Das ist jetzt hier sehr generisch gehalten mit ABC. Da habe ich vielleicht, dass ich irgendwelche Softwarekomponenten entwickle. Es kann sein, ich habe bei so einem Mähroboter vielleicht eine Software, die auf dem Mähroboter selbst läuft, und ich habe eine Software, die auf einem Server läuft, weil es so ein kleiner Server-Architektur ist. So, dann könnte es also sein, dass ich das runterbreche in viele Aktivitäten, die ich für diesen Mähroboter machen muss, und viele Aktivitäten, die ich für den Server entwickeln muss. Und dann gibt es vielleicht Abhängigkeiten dazwischen. Ja? Es könnte zum Beispiel diese Aktivität 1b oder 1.2 oder Aktivität B könnte zum Beispiel sein, ich muss eine Hardware haben, um die Software entwickeln zu können und die Software testen zu können darauf. Gut, jetzt gibt es eine Reihe von Sachen, die man zusätzlich noch haben kann. Und hier ist jetzt schon relativ viel drin in diesem Gantt-Chart. Nicht immer hat man all diese Sachen noch zusätzlich mit drin. Zum Beispiel, dass wir solche Progress-Bars haben. Das heißt, wir zeigen einfach innerhalb von diesem Balken mit einer gewissen Farbe, wie viel wir schon fertig haben. Wir können auch diesen Marker haben, wo wir heute stehen. Ja, mit dem erkennen wir relativ schnell, okay, das, hier sind wir irgendwie hinten an. Hier sind wir irgendwie fast bei dem, was wir eigentlich geplant hatten, und bei dem, ach nee, da steht 0%, genau. Wir sind eigentlich überall eher hinten dran. Das ist wahrscheinlich auch eher ein typisches Bild. Gut, dann haben wir vielleicht Abhängigkeiten. Es gibt vielleicht Sachen, die gleichzeitig mit was anderem anfangen müssen. Es gibt vielleicht Sachen, die vorher fertig sein müssen. Es gibt vielleicht auch Sachen, die gleichzeitig fertig sein müssen. Und da gibt es eben die sogenannten Start-zu-Start, Ende-zu-Start oder Ende-zu-Ende-Abhängigkeiten, die man dann hier entsprechend mit Pfeilen eintragen kann. Das heißt, ich kann sagen, diese beiden Sachen, die sollen immer gleichzeitig anfangen. Oder das hier muss anfangen, kann frühestens anfangen, wenn das hier angefangen wurde. Jetzt habe ich hier immer dieses Bild. Das hier kann zum Beispiel erst anfangen, wenn das hier oben abgeschlossen ist, oder das hier kann erst fertig sein, wenn das hier oben auch fertig ist. Gut, was hier nicht gezeigt wurde, es kann vielleicht noch irgendwelche Hervorhebungen gehen. Ich kann vielleicht überlegen, was ist der kritische Pfad? Also das sind Aufgaben, wo, wenn sich da irgendwas verzögert, wo auch insgesamt das Projektende sich verschiebt. Ja, es wäre jetzt zum Beispiel denkbar in diesem Diagramm, die Aktivität E, wenn ich mit der später fertig bin, ist es nicht schlimm. Allerdings, wenn ich mit der Aktivität B später fertig bin, dann kann ich mit der Aktivität C erst später anfangen und dann bin ich auch später fertig mit dem Projekt. Ja, das heißt, solche Pfade kann man eben auch einzeichnen, die irgendwie kritisch sind. Und das ist dann wieder aus dem Projektmanagement halt interessant, da drauf zu gucken und zu gucken, wo können wir keine Verspätungen dulden. Jetzt gibt es noch eine zweite Technik, würde ich auch mal wieder kurz nachfragen, wer hat schon mal was von Netzplänen gehört? Da gibt es auch schon welche, okay. Und zwar ist das eine andere Technik, die ein bisschen anderen Fokus setzt. Und zwar sind auch als PIR-Charts bekannt. Das sind erstmal gerichtete azyklische Graphen. Das heißt, wir haben da irgendwie Knoten drin. Knoten repräsentieren verschiedene Aufgaben, die wir machen müssen. Und Kanten repräsentieren die Abhängigkeiten. Das heißt, die Abhängigkeiten stehen da eher im Vordergrund als der zeitliche Ablauf. Hier steht jetzt noch mal ein bisschen beschrieben, was so einzelne Aspekte davon sind. Ich möchte euch das eher am Beispiel erläutern. Und zwar am Beispiel vom Schreiben einer Bachelorarbeit. Das habe ich mal so ein bisschen vereinfacht, aber das wird ja wahrscheinlich den Großteil von euch irgendwie treffen, mal eine Bachelorarbeit zu schreiben. Und jetzt kann man überlegen, wie sollte da der Zeitplan aussehen. Da gibt es verschiedene Kapitel. Und ich habe mir jetzt einfach mal Abhängigkeiten ausgedacht. Ja, die können ein bisschen variieren und ist auch ein bisschen vereinfacht, das Bildchen. Ich muss irgendwie ein Grundlagenkapitel schreiben, da brauche ich 3 Wochen für, habe ich geschätzt. Das Konzept, da brauche ich irgendwie 4 Wochen für. Ich muss ein Evaluierungskapitel schreiben, also muss mal irgendwie was messen und gucken, ob irgendwas besser geworden ist mit meiner Bachelorarbeit. Das brauche ich vielleicht 4 Wochen für. Ich muss eine Einleitung schreiben für die Arbeit, brauche ich 1 Woche für. Und eine Zusammenfassung brauche ich auch 1 Woche. Was typischerweise nicht geht, ist die Zusammenfassung zu schreiben, ohne die Einleitung zu haben. Die Einleitung führt in das Thema ein und die Zusammenfassung, die sollte man eigentlich erst danach schreiben, weil die meist nochmal Aspekte von der Einleitung aufgreift am Anfang. Dann habe ich vielleicht irgendwie, wenn ich das Konzept schreibe, dann will ich immer irgendwelche Begriffe nutzen und damit ich die Begriffe nicht mische mit dem Konzept, will ich die halt im Grundlagenkapitel einführen. Das heißt, da haben wir auch eine Abhängigkeit.
Das Konzept muss fertig sein, wenn ich es irgendwie messen will, wenn ich gucken will, wie viel bin ich besser. Und die Zusammenfassung kann ich halt erst schreiben über die Ergebnisse, wenn ich die Ergebnisse habe. Und die Ergebnisse habe ich eben erst, wenn ich das Kapitel fertig habe. Gut, kann, also ist jetzt, wie gesagt, mal eine so eine typische Schätzung vielleicht für eine Abschlussarbeit. Jetzt gibt es neben dieser Dauer, die ich einschätze, das ist quasi der Aufwand und das war jetzt einfach der Aufwand in Wochen, ne? Um das ein bisschen einfacher zu handhaben, man könnte natürlich auch sagen, kann auch auf Tage runtergehen. Dann haben wir einfach größere Zahlen hier. Und jetzt kann ich überlegen, was ist der früheste Startzeitpunkt und was ist der früheste Endzeitpunkt von jeder dieser Aktivitäten. Der früheste Startzeitpunkt für das Grundlagenkapitel ist die Woche 0, wenn ich quasi anfange, weil es keine weiteren Abhängigkeiten davor gibt und ich kann direkt anfangen. Der früheste Startzeitpunkt für das Konzept ist tatsächlich die Woche 3, weil ich 3 Wochen für die Grundlagen brauche und erst starten kann, wenn ich die Grundlagen fertig habe. Und so kann man das jetzt weiter sehen. Ich kann quasi jetzt überall durchgucken. Die 11 ergibt sich hier daraus, dass ich hier sagen kann, ich bin in der 11. Woche frühestens fertig. Das heißt, in der 11. Woche kann ich frühestens anfangen. Hier bin ich nach Woche 1 könnte ich frühestens fertig sein mit der Einleitung. Das heißt, Woche 11 ist sozusagen das Maximum von diesen beiden Werten. Gut, das ist das sogenannte Vorwärtsrechnen. Ich kann also von vorn nach hinten einmal durchrechnen und kann gucken, wie lange brauche ich dafür, in welcher Woche komme ich dann frühestens an, wann bin ich frühestens damit fertig. Und jetzt gibt es auch noch eine Rückrechnung, nämlich ich kann jetzt gucken, es gibt meist einen Termin, wie lange man fertig sein muss, variiert immer mal ein bisschen, aber sagen wir mal, es sind 12 Wochen hier in dem Beispiel. Ich habe jetzt 12 Wochen, dann muss ich also spätestens fertig werden mit der Einleitung nach 11 Wochen, wenn ich noch eine Woche für die Zusammenfassung brauche. Und jetzt können wir hier zurückrechnen und wir sehen hier an der Stelle, hier entstehen irgendwie Pufferzeiten. Ja, ich kann jetzt hier mit der Einleitung könnte ich in der 0. Woche anfangen oder in der 10. Woche oder irgendwann dazwischen. Und das können wir jetzt ausrechnen, nämlich ich habe hier 10 Wochen Puffer, also wenn ich hiermit quasi erst später anfange, wäre es eben möglich, wohingegen es hier einige Aktionen oder einige Kapitel gibt, wo ich keine Pufferzeiten habe, wo jeweils eine 0 steht. Das bedeutet wiederum, wann immer ich eine Verzögerung habe, zum Beispiel ich brauche 4 Wochen für das Grundlagenkapitel, kann ich dann hochrechnen, dass ich irgendwas anderes danach schneller machen muss oder ich erst verspätet abgebe. Und diese Zeiten sind eben interessant und das ist hier der kritische Pfad, den man dann typischerweise einfach farbig einzeichnet. Das ist sozusagen der Pfad mit nur Aufgaben, die eine Pufferzeit von 0 haben, das heißt Puffer, wo es kritisch ist für das Fertigwerden, für das rechtzeitige Fertigwerden. Gut, jetzt können wir die beiden Techniken nochmal vergleichen. Diese Gantt-Charts sind eine sehr übliche Technik. Es gibt viele Werkzeuge dafür, mit denen man die erzeugen kann. Insbesondere ist es eine gute Visualisierung von dem zeitlichen Verlauf. Ich sehe, was jetzt gerade eigentlich zu einem Zeitpunkt sein müsste, wo man eigentlich stehen müsste. Das heißt, damit kann man eigentlich relativ gut und schnell den Blick dafür bekommen, ob man eigentlich im Zeitlimit liegt. Der Netzplan ist eher eine klare Visualisierung von den Abhängigkeiten. Ja, wir haben hier überall diese Pfeile zwischen den Boxen. Und mit dieser Metra-Potentialmethode, das hatte ich jetzt eben nicht dazu gesagt, das Verfahren, was ich gerade angewendet habe, um diese Pufferzeiten zu berechnen, heißt so, mit der kann ich jetzt eben auch explizit ausrechnen, was die Pufferzeiten sind. Das wäre quasi ein bisschen schwieriger mit den Gantt-Charts, das so auszurechnen. Gut. In dem letzten Teil der Vorlesung ging es also um Projektplanung, wie kann ich eigentlich Preise ermitteln, an welchen Stadien mache ich das eigentlich und ermittle so einen Preis und wie kann ich eigentlich die Projekte planen. Natürlich gehen wir jetzt hier nicht so ins Detail rein, was jetzt die einzelnen Schritte sind, das muss man für jedes Softwareprojekt dann einzeln entscheiden, aber ihr habt eben 2 Techniken mit Gantt-Charts und Netzwerkdiagrammen kennengelernt und wir haben für euch ein Netzwerkdiagramm vorbereitet, da könnt ihr so mit Drag and Drop das ausfüllen. Ihr könnt also den Vorwärtslauf machen, den Rückwärtslauf machen, führt die Zahlen aus und könnt danach gucken, ob das richtig war in Panda. Könnt ihr jetzt machen oder später, wie ihr wollt. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.